Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Beim letzten Mal haben wir unsere Kanalisation weitergemacht. Und ja, heute seht ihr schon, wer alles mit dabei ist. Wieder der Darklink und der Riparion. Riparion, wie auch immer. Oh, und wenn ich jetzt nicht ganz dringend was esse, dann verhungere ich. Schnell was essen. Schnell was essen. So, bevor ich jetzt hier richtig anfange und weiterbaue, wollte ich jetzt mal ganz kurz mir hier das Gerüst angucken vom Riparion. Oh. Cool, das funktioniert sogar. Geil. Oha, ich bin ein kleines Kind. So, hier haben wir Schaukeln. Oh toll, die bewegen sich ja gar nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Und hier haben wir natürlich schönen Sand. Jetzt habe ich gerade schon wieder ein Schwein gehört. Da ist das Schwein. Und natürlich hier. Ne? Versteht sich. Und die Wippe. Aber die funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Gut. Also. Rising World. Aufnahme Nummer XYZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie auch immer. Wir begeben uns weiter in den Untergrund. Na, so. Set, Game, Type 1. Ansonsten hänge ich da Stunden. So, runter. Licht muss ich auch noch platzieren irgendwann mal. Zip. Und entsprechende Grafiken auch noch machen. So, da haben wir den Ausgang. Ich glaube, dann war ich auf der anderen Seite dran. Mal ganz kurz gucken. Oh, ich habe schon wieder so viel Erde. Komm, die Erde erstmal hier. Weg, 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 weg. Wunderbar. Das wird eine ganze 1-Stunden-Aufnahme. Hintergrund ist der. Ist für mich in dem Moment einfacher zu bearbeiten. So. Dann gucken wir mal, wie viel brauchen wir denn noch. Oh, viel brauchen wir ja gar nicht mehr. Ich bin ja auf einem guten Weg zum Riparion. Dann kann ich das auch mal schön weitermachen. Also, ich habe dieses Mal gar keine Themen. Das heißt, ich verlasse mich da jetzt mal auf den normalen Chat und hoffe, dass dann da irgendwann Themen kommen, dass ich da was bearbeiten oder drüber reden kann. Wobei, doch eine kleine Sache habe ich. Und zwar demnächst startet das von Nintendo gestartete My Nintendo. Und man kann sich ja schon einen Account anmelden für My Nintendo und wird ja dann belohnt. Und diese Belohnung sieht halt, ja okay, die ist noch nicht genau bekannt. Sollen klar ein paar Gutscheine oder sowas sein, aber es ist noch sehr verschwiegen. Aktuell bekommt man Belohnung, wenn man sich DLCs runterlädt, wenn man sich Sachen im E-Shop runterlädt, an Spielen, und das war's, ja. Wenn man sich Retail-Spiele kauft, also Spiele im Handel, wird man aktuell noch nicht belohnt. Wie das dann später im Verlauf aussehen wird, keine Ahnung. Geplant war, dass man für Spiele belohnt wird, aber bevor ich jetzt hier alles nochmal aufschlüssel, habe ich das, glaube ich, schon in einem der älteren Rising World Parts erwähnt. Um was es mir jetzt eigentlich geht, ist die App. Die Miitomo App. Diese App wird im März veröffentlicht in Japan. Und in Kürze auch dann in Europa, beziehungsweise Teile Europas. Dazu gibt es dann eine extra Liste von Nintendo. Und am Anfang dachte ich mir so, gut, eine weitere, ja, Social Media App, um es mal so auszudrücken. Aber nein, es ist gar nicht so wirklich Social Media, wie man sich das vorstellt, ja? Man kann sich das so vorstellen, so eine Mischung aus Facebook und Animal Crossing oder Sims. Kann man sich jetzt aussuchen. Das heißt also, man hat seine Mii, bei Nintendo heißen die Charaktere, also die Benutzercharaktere Miis, für Leute, die sich damit nicht auskennen. Und mit diesen Miis könnt ihr dann einkleiden, kleine Minispiele machen. Ja, und dann Klamotten kaufen, so. Und dann gibt es zum Beispiel dann auch Punkte. Diese Punkte bekommt ihr beispielsweise durch Anziehen von anderen Klamotten. Also wenn ihr jeden Tag andere Klamotten anzieht, bekommt ihr, glaube ich, 100 Punkte.
Und nur allein durch das Spielen und das Benutzen von diesen Sachen bekommt ihr Nintendo Points. Um es mal so kurz und knapp zu sagen. Ich glaube, die heißen auch Nintendo Points. Müsste ich jetzt extra nochmal nachschlagen. Und mit diesen Nintendo Points habt ihr dann die Möglichkeit, so jedenfalls die ursprünglichen Gerüchte, ich weiß jetzt nicht, ob es dann weiterhin noch so bestehen bleibt, diese Belohnungen einzusacken, ja. Ihr könnt natürlich auch dafür Klamotten kaufen, Mario-Klamotten, halt alles, was es im Nintendo-Universum gibt und diese dann euer Mii anziehen, ja. Klingt jetzt erstmal noch unspektakulär, es klingt eigentlich als nichts anderes wie Talking Tom oder wie die ganzen Apps heißen, ja. Aber jetzt kommt der ganze Clou in der ganzen Sache, ja. Warum hat das jetzt was mit Facebook zu tun? Facebook ist in dem Augenblick der Hintergrund, dass diese App euch zum Beispiel fragt, was habt ihr denn heute gemacht? Und dann schreibt ihr zum Beispiel, ich war heute in dem und dem Restaurant essen. Wo befindest du dich gerade? Und so welche Sachen werden dann gefragt, ja? Du musst sie nicht beantworten, du kannst sie beantworten. Und wenn du sie beantwortest, kriegst du dafür natürlich Punkte. Ja, das heißt also, man kann natürlich auch irgendein Kokolores schreiben. Das ist jetzt mal ganz egal. Hat eine Stimmenausgabe, das heißt also, das, was ihr eingibt, wird mit einer speziell von euch angepassten Stimme, also ihr könnt die Stimmhöhe und das Volumen und so weiter eingeben, die Tiefen, den Bass, also alles. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, bin ich jetzt schon zu weit? Ne, noch nicht. Und ja, eure Freunde sehen dann, ah, gut, der Troplay war beim Gallier-Essen, weil wir das ja da gerade haben, den Gallier, ne? Der war beim Gallier-Essen. Das hat ihm Spaß gemacht, ja? Der Darkling schreibt gerade, ich hasse Facebook. Also ich muss sagen, es kommt drauf an, für was man Facebook benutzt. Muss man dazu sagen, ja? Facebook ist ein, für mich finde ich, eine schöne Variante, um beispielsweise mit euch in Kontakt zu treten, außerhalb von YouTube. Selbst wenn da eigentlich jetzt der Kontakt nicht ganz so groß ist. Ist das da jetzt Silber oder nicht? Müssen wir mal kurz gucken. Ach, mein Inventar ist eh voll. Schön. Und, wie gesagt, das sind halt dann so Fragen, die man wahrscheinlich seinen Freunden nicht so alltäglich stellt, ne? Also, was war für dich heute das schönste Erlebnis? Für mich war heute das Einkaufen mit meiner Frau das schönste Erlebnis. Jetzt kann man natürlich sagen, oh mein Gott, du bist echt, was bist du für ein Mann? Nee, es hat mir heute Spaß gemacht, mit meiner Frau ein bisschen einkaufen zu gehen. War schön, einfach, schnell, zielgerichtet. Das fand ich heute mal schön, um das mal so auszudrücken. Und sie war dann auch sehr glücklich. Das war also, wie gesagt, es war dann für mich schön, wenn meine Frau glücklich ist, bin ich auch glücklich und so weiter. Darum würde es dann auch stimmen. Dann steht halt bei den Freunden, der Troplay war heute glücklich, weil er mit seiner Frau einkaufen war. Das war heute sein schönstes Erlebnis, ja? Einfach so Sachen, die vielleicht jetzt nicht so gefragt werden. Wo ist die Straße hin? Die Straße ist doch da. Scherzkeks, wo ist die Straße hin? Ist doch hier. Hm. Hat er da, klingt mal wieder ein Bug. So. Nur um mal so ein paar klitzekleine Beispiele zu nennen, ja? Und das finde ich eigentlich dann in dem Augenblick wieder interessant, weil, wenn ihr nicht von euren Freunden, sag ich jetzt mal, aktiv gefragt werdet, was war für dich das und X und Y und hast du nicht gesehen, ja, dann habt ihr da die Möglichkeit, um es mal so auszudrücken, trotzdem das zu teilen. Also man erfährt, ne? Ah, gut, Reperion klärt das gerade schon. Und ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das jetzt seht, ne? Also, ich bin ja auch ein Facebook-User, Twitter-User, ja, okay, Instagram jetzt nicht. Ja, ich weiß auch nicht, da könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich lese immer wieder, warum nutzt du denn kein Instagram? Jo, weil ich keine Fotos veröffentliche oder sowas, sondern wirklich nur rein, ja, Let's Plays mache. Wenn mir einer sagen kann, ja, wofür soll ich, was genau habe ich neben, oder was sind die Vorteile gegenüber Twitter? Ja, weil Twitter, da macht es jedenfalls noch Sinn, da postet man so ein paar Nachrichten, nur Kurznachrichten, wie auch immer, so wie eine SMS damals. Und dann hat sich das. Bei Instagram ist es doch so, da geht es hauptsächlich um Fotos. Oder täusche ich mich da?
Oh Mann, ich wollte hier eigentlich so, nur so einen kleinen Knick drin haben. Ganz klitzeklein Knick. Ganz klitzeklitzeklein. Und hallo an Deutschland 2000 TV. So. Ne, wie gesagt, das würde mich mal interessieren. Was sind so die Vorteile von Instagram gegenüber Twitter? Ja, weil ich bin ja gern bereit, da irgendwas in der Richtung zu machen, wenn ihr sagt, ihr wollt von mir einen Instagram-Account sehen oder so. Bloß bisher, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht was. Klar, meine Videos werden dann noch mehr geteilt und vielleicht sind da noch Leute, die das haben. So ist es nicht, aber ich wüsste jetzt nicht, warum. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, warum. Ihr könnt es ja immer in die Kommentare schreiben. Oder halt jetzt, wie gesagt, dann auch im Live-Chat. Die dabei sind. Bäh. So. Sieht eigentlich schon mal nicht schlecht aus. So, hier ist es ein bisschen knapp. Boah, das sieht doch schon besser aus. So, hier muss ich ja gleich nochmal gucken, wie ich das dann mit dem... Ich muss ja auch gucken, dass ich zu Reperion ins Haus komme. Lalalala. Zip, Erde weg, Erde weg. Hier liegt jetzt ein Haufen Erde rum. Sieht aus wie so kleine Häufchen. Kleines Häufchen Elend. Nee, also wie gesagt, ich kann es halt aktuell nicht nachvollziehen. Nimmt mir einen nachvollziehbaren Grund und dann, ja, habe ich kein Problem mit. Wie groß ist, welche Welt, lieber Matthias? Wenn du jetzt die Welt von Rising World fragst, wie groß die ist so groß, wie du fliegst. Also, ja, wie du fliegst, klingt auch wieder doof, ne? So groß, wie du halt entsprechend dich, ja, ausbreitest, ist auch doof ausgedrückt. Also es ist halt Open World. So, ganz einfach. Open World. Also, wenn du meinst, du musst bis XYZ fliegen, dann mach das. Dann tu es. Oh, da sind die Steine vorbei. Da sind die Steine vorbei. Oh mein Gott. Was laber ich denn da für einen Stuss? Wie die Minecraft-Welt, genau. Ne, wenn nicht sogar größer, also... Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es sogar noch größer ist. Wie gesagt, offiziell ist halt riesig, ne? So ist es nicht. Hallo? Was hilft der mir? Hat du kein Projekt mehr, Reperio? Hat du kein Projekt mehr, hm? Ich meine, der Darkling, der muss irgendwann noch anfangen und das Schloss von The Legend of Zelda bauen. Ich habe gehört, nicht das von Ocarina of Time, sondern jetzt das von Twilight Princess. Ist eine neue Aufgabe. Hat er gesagt. Hat er mir ganz im Privaten gesagt. Und egal, was er jetzt im Chat schreibt, er hat es mir wirklich so gesagt, ja. Er wollte das nachbauen. Und der Reperion wollte, Vice City nachbauen. Vice City, genau, Vice City. Natürlich alles in guter Grafik, versteht sich. Und egal, was die beiden jetzt schreiben, das ist nur, ne? Naja. Und Hi Kev. Und, ey, cool, der Chat funktioniert. Huhu. Hab doch noch teilweise rechtzeitig gestartet. Jetzt mit, gut 13 Minuten Verspätung, aber naja. Gut, oh mein Gott, das ist hier so viel Arbeit. Ach, wer wird die Zitadelle der Zeit nachbauen? Ja, also, lieber Deutschland 2000 TV, wenn du wirklich mal Rising World hast und Langeweile, dann, hey, herzlich willkommen, kannst du gerne die Zitadelle der Zeit nachbauen. Seht ihr? Der Reperion bestätigt es nochmal, dass es klar ist, dass er wirklich hier Vice City nachbaut, ne? Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Ja, hallo, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ne? Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Nee, also abgemacht war eigentlich, dass der Darklink Ocarina of Time macht. Die, ach, sag schon, ne? Hier, also, Schloss Hyrule. So.